Ausnahmezustand seit Mitte März. Trotz Lockerungen, so wie vorher, ist es immer noch nicht. Kunden bleiben aus, Unternehmen kämpfen ums Überleben, müssen sogar Mitarbeiter entlassen. Hier am Biohof Achleitner in Eferding ist das anders. Seit der Corona-Krise sind die Obst- und Gemüseboxen gefragt wie nie. 8 zusätzliche Mitarbeiter wurden dafür eingestellt. Vor allem haben wir gemerkt, dass die Leute, glaube ich, sehr besonnen haben auf gesunde biologische Lebensmittel, was ja eigentlich in der Zeit nicht diskutiert worden ist, dass man Eigenverantwortung fürs Immunsystem auch übernehmen kann. Wir haben das an einzelnen Produkten oft gesehen, mit Ingwer, mit Kurkuma, wie viel mehr da auf einmal geht, weil die Leute, oder Knoblauch, Krähen, weil die Leute wirklich drauf schauen, was wichtig ist, dass ich, und was ich selber dazu beitragen kann, dass ich gesund bleibe. Das Konzept, die Biokiste, wird direkt zur Haustür geliefert, kontaktlos. Das Obst und Gemüse kommt aus Oberösterreich, damit sind die Achleitner sozusagen Trendsetter. Schon seit Jahren gibt es diesen Lieferdienst. Die hohe Nachfrage in den letzten Wochen, für die Achleitners eine Herausforderung. Wir sind dauerhaft sicherlich um 10-15% mehr. Man kann es jetzt noch nicht genau sagen, wenn noch gar nicht alles abgearbeitet ist. Aber da müssen wir einfach auch mit Maß und Ziel an das herangehen, weil so ein Sprung auf das Wachstum, das gibt es in der Natur nicht. Und wir haben ja Anbauplanungen mit unseren Biobauern und Absprachen, was ich, dass wir alle 6 Wochen 300 oder 500 Wildhändel kriegen. Und das kann man nicht so auf Fingerschnipsen einmal geschwind vervielfältigen. Und wir wollen einfach, dass wir unsere langjährigen Lieferanten, Kunden bedienen können und dass wir unsere Biobauern da mitnehmen können oder andere nur mit einholen. Und das ist natürlich nicht von heute auf morgen so gemacht, sondern wir entwickeln den Biolandbau und wir machen nicht Menge mal billigster Preis. Obst und Gemüse aus dem eigenen Land, direkt vor die Haustür, Rezeptvorschläge inklusive. Das ist auch die Idee hinter Ich Plus, ein Startup mit 7 Gründern, darunter Olympiasieger Felix Gottwald und Model und Moderatorin Patricia Kaiser. 3 Jahre haben sie an ihrer Idee gefeilt, seit Ende 2019 wird ausgeliefert. Eigentlich an Unternehmen. In Zeiten von Homeoffice musste sich Ich Plus aber umorientieren, liefert jetzt auch an Haushalte. Also das Obst kommt von den Bauern, wirklich in bester Qualität. Natürlich Mangos und Bananen kommen jetzt nicht gerade aus Österreich, aber wir haben dort die faire Produktion in den verschiedensten Ländern, wo das dann sicher und qualitativ hochwertig zu uns kommt. Und Futura ist unser Partner für Obst und Gemüse und das sind jene, die in der Steiermark die Gewächshäuser haben. Die einzigen in Österreich, die wirklich mit Geothermie funktionieren, das heißt mit Thermalwärme. Mhm. Also ökologisch und einfach klimaschonend produzieren die dort die Bananen, lassen sie reifen und wir können halt zum Beispiel die Tomaten, die Blumauer Tomaten, können wir das ganze Jahr über reifen mit Thermalwärme, mit der steirischen. Als Mutter von 2 Kindern will Patricia Kaiser außerdem, dass Obst- und Gemüseessen Spaß macht. Neben Kochrezepten gibt es deshalb Stories für die Kids. Es gibt ja da so wahnsinnig lustige Geschichten. Die Banane, die schlaft ja eigentlich, wenn sie geliefert wird. Die darf ja nicht aufgeweckt werden. Und dann, je langsam, wenn man weiß, wann sie reifen muss, dann wird sie langsam aufgeweckt und darf dann weiterreifen und da liefern wir halt ganz viel Content und schöne Geschichten auf ichplus.at dazu. Das gefällt ihnen, die Geschichten, das taugt den Kindern. Egal ob österreichweit lieferbare Ich-Plus-Boxen oder oberösterreichweite Biokistel vom Achleitner. Vitamine kontaktlos vor die Haustür, das kommt an, vor allem jetzt.